Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche brauchen Erziehungshilfe und knapp 13.000 Kinder leben in Wohngemeinschaften, in SOS-Kinderdörfern oder bei Pflegefamilien als Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe. Und es gibt heute auch keine Antwort auf die Frage, warum. Warum es immer mehr Familien gibt, die mit der Pflege und Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. Die Pflege und Erziehung wird an Pflegepersonen übertragen, die Obsorge trägt die Kinder- und Jugendhilfe, die Einrichtung oder in manchen Fällen auch bei den leiblichen Eltern. Junge Erwachsene können vor dem 18. Lebensjahr um eine freiwillige Maßnahmenverlängerung ansuchen, diese beantragen und es kommt bis zum maximal 21. Lebensjahr, es kommt auf die Bedürfnisse des Jugendlichen an und es liegt im Ermessen der Behörde, ja, das stimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, leibliche Eltern zahlen oft keinen ausreichenden Unterhalt an die Kinder- und Jugendhilfe als Ersatz für die Unterbringungskosten. Das heißt, die Öffentlichkeit trägt diese Kosten, auch die Kosten für die ambulanten Hilfen. Und es braucht für Verlängerungen auch die Bereitschaft der Pflegepersonen. Und wer mit dem Pflegekinderwesen sich etwas befasst, gibt ja Kollegen, Herrinnen, die das auch gemacht haben, wer sich in diesem Bereich etwas auskennt, der weiß, dass Pflegeelternschaft eine enorme Herausforderung ist. Genauso ist das Heranwachsen in einer öffentlichen Erziehung, und so ist das für die Kinder ja, für diese Kinder kein leichter Weg, sondern eine Riesenbelastung. Eine österreichische Studie, um diesen Bereich besser zu erforschen, sehen wir grundsätzlich positiv und wir sind der Meinung, man könnte diese Studie auch etwas ausweiten. Ich habe meine Masterarbeit zum Pflegekinderwesen in Österreich geschrieben mit dem Titel Pflegeeltern in Österreich von unbezahlt bis bezahlt. Und ich war viele Jahre im Betriebsrat von Plan B, dem Anstellungsträger für Pflegeeltern Oberösterreich und die letzten Jahre als Betriebsratsvorsitzende für etwa 340 Pflegeeltern. Wirklich erste Anlaufstelle, wenn dann etwas nicht rund lief, wenn es schwierig wird. Und ich weiß aus dieser täglichen Arbeit, Pflegepersonen sind sehr bemüht, die Kinder und Jugendlichen so auf ihren Weg in die Selbstständigkeit vorzubereiten, dass der Wechsel in diese Eigenversorgung dann auch wirklich klappt. Vieles, was für manche hier im Saal selbstverständlich ist, vom Bettwäsche wechseln bis Wäsche waschen, einkaufen bis zu finanziellen Dingen und natürlich auch das Arbeitsleben. Und das oft mit sehr viel mehr Engagement, als das in Einrichtungen geschieht. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich meinen herzlichen Dank an alle Pflegeeltern in Österreich schicken, die sich hier sehr, sehr bemühen. Und ja, einigen Jugendlichen fällt das sehr schwer. Sie brauchen dafür länger. Sie werden vielleicht immer diesen roten Faden brauchen. Eine Begleitung auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die beratend oder auch lenkend eingreift. Und wir wissen, dass sich aber auch Sozialarbeiterinnen sehr, sehr oft darauf verlassen, dass Pflegeeltern ihre Schützlinge nicht einfach mit 18 Jahren so rausschmeißen, weil man sich doch auf ihre elterliche, soziale Verantwortung verlässt und auch verlassen kann meistens und die Kosten für die Verlängerung spart. Pflegeeltern haben nur Pflichten, aber keine Rechte. Und im Kontext dieser Studie könnte auch die Möglichkeit eines unterstützenden Betreuungssystems geprüft werden für Pflegeeltern, die auch die Kompetenz der Pflegepersonen nachhaltig nützt. Pflegepersonen, deren Pflegekinder herausgewachsen sind, könnten als Unterstützung für Pflegeverhältnisse eingesetzt werden. Diese erfahrenen Pflegepersonen wären auch bestens geeignet als Ansprechpartner und Begleiter für junge Erwachsene, die es eben alleine noch nicht schaffen, die sonst keine familiäre Hilfe haben, die aus einer Einrichtung kommen oder vielleicht nicht in der Pflegefamilie bleiben werden. Kostenlos wird das nicht gehen, das ist auch ganz klar. Eines, sehr geehrte Damen und Herren, darf aber nicht passieren. Wie uns ein Fall in Oberösterreich zeigt, dass ein Jugendlicher von der KJH monatelang ins Ausland geschickt wird, wo Kosten von 80.000 Euro entstehen und das eigentlich wirkungslos ist. In Oberösterreich werden laut Zahlen aus dem Jahr 2020 jedem betroffenen Jugendlichen Leistungen von den oberösterreichischen Bezirksverwaltungsbehörden bis zum 21. Lebensjahr bewilligt. Also genau diese freiwilligen Verlängerungen, von denen wir heute hier sprechen. Und diese 20%, das wird auch die benötigte Anzahl wirklich real widerspiegeln. In Oberösterreich ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz derzeit in Begutachtung und es kommt zu Verbesserungen für junge Erwachsene. Es wird zum Beispiel im Einzelfall eine Hilfe für junge Erwachsene auch dann gewährt werden können, wenn nicht exakt am 18. Geburtstag eine Erziehungshilfe aufrecht ist. Und das ist eine entscheidende Verbesserung, die ganz ohne Studium möglich wird. Und zur Kollegin Nessler, wollte ja keine tatsächliche Berichtigung machen, aber Sie können es nachlesen. Ich war damals schon im Bundesrat, wir haben Enquetten gehabt dazu. Und dass die Leistungen von der Postleitzahl abhängen, das war schon immer so.
Das hat überhaupt nichts mit der Veränderung der Kinder- und Jugendhilfe zu tun. Das war sogar so, dass im Bundesland Bezirke verschiedene Leistungen verschieden bezahlt haben. Sie können sich es gerne anschauen. Wenn Sie es nicht glauben, fragen Sie Ihre Kollegen. Es gibt zwei, die das noch wissen. Und wir haben es geschafft, dass wir zumindest bezirksweise diese Leistungen vereinheitlicht haben im Bundesland. Da waren wir als Betriebssozial dahinter, da haben wir unsere Kontakte alle genützt und das dorthin getragen, wo es dann schlussendlich umgesetzt werden hätte können. Und diese Veränderung, ich habe sie sehr befürwortet, weil sie eine Riesenchance gewesen wäre, das Pflegekinderwesen in Österreich zu vereinheitlichen. Die Intention dazu war grundsätzlich richtig, dass sie von den Bundesländern nicht so umgesetzt wurde. Dafür können die, die es initiiert haben, nichts. Da wenden Sie sich bitte dann an Ihre eigenen Landesräte, die Sie sicher auch wo haben, SPÖ, NEOS, keine Ahnung, Grüne vielleicht auch. Die haben es dann einfach vermasselt.